Hallo, mein Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, kaum ist unsere liebe Doris von Wohlfühlmomente wieder aus dem Urlaub da, musste ich natürlich wieder meinen Vorrat aufstocken und habe dann mal wieder bei ihr bestellt. Ich konnte es nicht lassen, weil einige Düfte sind mir ausgegangen, da habe ich dringend Nachschub gebraucht und sie hat auch einige neue Sachen gehabt. Das musste ich natürlich auch probieren. Das Paket ist heute Mittag schon angekommen. Sie war wie immer ruckzuck und ich habe es schon mal ausgepackt, ihr wisst, wegen Plastik und allem. Und dann war ein Duft dabei, der hat mir alles ausgestänkert. Ich konnte den Rest gar nicht so richtig unterscheiden von den Düften, weil es roch irgendwie alles nur noch nach Kaffee. Weil ich habe den Fresh Coffee nachbestellt und ich habe das dann jetzt erstmal hier den ganzen Mittag alles hingelegt. Sorry. Und hab das ausduften lassen. Ich hoffe, es hat funktioniert. Ich komme eben von der Arbeit nach Hause und jetzt schauen wir mal, was ich alles Neues habe. Und wir gehen mal die einzelnen Düfte durch. Als erstes habe ich mir dieses Mal für mich eine Seife geordert. Und zwar in der Duftrichtung Sugar Plum Fairy. Ich hatte ja schon mal eine für meine Schwiegermutter. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Duft das war. Es war auf jeden Fall ein Antrag. Der war auch nicht schlecht. Und ich habe jetzt also, wie gesagt, Sugar Plum Fairy. Und schaut mal, die ist doch wieder zuckersüß, oder? Ich wollte jetzt auch so ein Endchen haben für auf den Wannenrand, wenn die Seife dann aufgebraucht ist. Und die gefällt mir jetzt sogar optisch noch besser. Seht ihr das? Die Seife... Ja, es kommt gut über die Kamera rüber. Ist richtig transparent. Toll. Und wie riecht sie? Oh, total lecker. Wesentlich besser als die von meiner Schwiegermutter. Also, gefällt mir besser. Richtig fruchtig und süß. Nach Pflaumen lecker. Oh, da freue ich mich drauf, mir mit der die Hände zu waschen. Ist zwar eigentlich Chartreux, weil es so süß ist und die hat auch oben noch so Späne drauf wie Schaum. Total niedlich, aber ich freue mich drauf, mir damit die Hände zu waschen. Ich hatte ja schon die Strawberry Melon Handseife und die war auch göttlich. Also die werde ich mir irgendwann auch mal wieder nachbestellen. So, das war das zur Seife. Mal wieder zumachen, dass mir mein Kader da nichts klaut. Mit Schnur ist er ja immer gern bei. So. Dann fange ich mal an. Von den Busy Bees habe ich mir dieses Mal nur ein Tart bestellt, weil meine anderen Duftrichtungen, die ich gern habe, die waren irgendwie schon alle weg. Habt ihr mir die weggeschnappt? Also ich habe dieses Mal nur Maulbeere bestellt, also Mulberry, weil ich wollte mal wissen, wie der jetzt von Busy Bees ist. Ich bin immer noch auf der Suche nach einem schönen Maulbeerduft, der so ähnlich riecht wie die Maulbeere von Party Light. Also ja. Ich rieche jetzt nur, dass es nach dunkler Beere riecht. Was genau, muss ich aber ganz ehrlich sagen, kann ich hier durch die Folie nicht identifizieren. Ich möchte es jetzt aber auch nicht aufschneiden. Nicht, dass der Duft verloren geht. Spätestens im Monatsrückblick, wenn ich das dann irgendwann in der Duftlampe drin habe. Ja, wissen wir dann, ob es hinkommt oder nicht. Also es riecht auf jeden Fall nach süßen, saftigen, reifen, dunklen Beeren. Das ist schon mal nicht verkehrt. Lecker. So, dann hatte ich zwei Pröbchen dabei von Annie. Einmal Hawaiian Splash und Cucumber Wasabi. Ich fange dann mal mit Hawaiian Splash an. Wie gesagt, beide von Annie. So, und Hawaiian Splash kommt hier als schöner Knopf. Ich liebe diese Knöpfe. Riecht ein bisschen nach Ananas und hat einen Hauch von Kokos. Könnte eventuell bei mir ein bisschen kopfschmerzlastig, hat aber auch noch was Frisches dabei. Und irgendwie Kaugummi.
Also muss ich dann mal sehen, wenn er in der Duftlampe ist, ob ich ihn vertrag oder nicht. Auf jeden Fall saftig, fruchtig, süß. Ananas, Kokos, wie man sich Hawaii halt auch vorstellt. Und dann Cucumber and Wasabi, also Gurke und Wasabi, Wasabi. Ach ja, das ist das grüne Zeug beim Japaner, wenn es Sushi gibt. Also dieser, ja, es ist wie Meerrettich, nur um einiges schärfer und grün. Farbe stimmt übrigens. Also das, ja gut. Man riecht definitiv Gurke. Frisch aufgeschnittene Gartengurke. Mit einem Hauch von Schärfe riecht man wirklich. Aber ich hätte das jetzt nicht als Wasabi interpretiert. Ich hätte jetzt eher gedacht, es ist Ingwer. Aber richtig frisch und spritzig. Ein toller Duft. Oh, auf den freue ich mich. Cucumber in Wasser. Ich glaube, den mache ich rein, wenn es richtig heiß ist. Wenn es mal wieder wird. So. Dann habe ich noch süße Sachen. Und zwar Banana Caramel Cupcake. Da kommen dann so drei... Ja, was sind das? Törtchen? Oh, der ist lecker. Oh, der riecht richtig schön nach Banane, Vanillecreme und Teig. Lecker. Oh, der ist toll. Das ist wieder was für mein Schnotier. Dann habe ich nachbestellt, mein absoluter Vanilleliebling, also für mich der beste Vanilleduft außer Christmas Cookie von Yankee Candle. Der gefällt mir noch besser als Vanilla Cupcake von Yankee Candle, Ultimate Vanilla. Und das ist auch meine absolute Lieblingsform von den ganzen Annies, weil genau, ein Merlt komplett in meine Duftlampe, in meine elektrische passt und es komplett ausfüllt oben. Also das ist die ideale Form für meine elektrische Duftlampe. Bei mir ist nämlich die Schale ein bisschen flacher als die Duftlampe, die es bei Doris im Shop gibt. Da passt mehr rein. Und Ultimate Vanilla riecht einfach nur nach einem cremig, süßen, sahnigen, warmen Vanillepudding. Ach, der ist so lecker. So, dann habe ich hier den Stinker, der mir das ganze Paket verpestet hatte heute Mittag. Und zwar Fresh Coffee. Aber es ist kein Stinker, weil er riecht richtig, richtig lecker. Da bekommt ihr dann drei Häuschen. Und es riecht einfach nur nach frisch aufgebrühtem schwarzem Kaffee mit süßem Vanillesirup. Keine Milch, kein gar nichts. Einfach nur lecker. Obwohl ich keinen Kaffee trinke, ich rieche ihn total gern. Toll. Dann hatte ich mir auch nochmal nachbestellt Butter Pecans. Da bekommt er dann drei Herzchen. Und er riecht einfach nur buttrig, nussig. Und diese Butternote, buttrig, cremig, nussig, süß. Ach, so toll. Diese Butternote, also sensationell. Besser als bei Buttercream. Toll. So, dann kommen wir... Ach nee, ich mache erstmal noch mit dem Süßen, weil da habe ich sonst noch was hier da hinten. Na gut, das ist dann fruchtig süß, okay. Dann habe ich Blackberry Jam Butter Cookie. Also schon wieder was mit Butter. Oh. Da bekommt ihr wieder so drei so Tartlets. Oh. Das ist die gleiche Form wie bei Blueberry Cheesecake. Und der riecht nach Brombeermarmelade. Mit einer süßen Butterteignote. Oh mein Gott, ist der genial.
Also wenn der in der Duftlampe genauso gut rauskommt, wovon ich ausgehe, weil es ist bei Annies wirklich so, dass die auch im warmen Zustand so riechen, wie wenn sie kalt sind. Hammer, da hatte ich den auch nicht das letzte Mal. Also ein toller Dufter, wenn es wieder kälter wird. Man muss ja schon mal weit bunkern für den Herbst, ne? Andererseits, der Juni war schon so kalt. Schauen, wie es jetzt wird. Dann, das hatte ich mir zweimal bestellt, Mango Papaya. Das sind dann zweimal jeweils 4 Herzchen. Und der riecht richtig exotisch nach Mango und Papaya. Oh, ist der lecker. Das Spritzige von der Mango und das etwas süßere, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich finde, wenn man eine Papaya aufschneidet, das riecht immer so nach einer gedämpften Frucht. Also das ist halt keine spritzige Frucht. Und Papaya an sich kann auch schnell mal langweilig werden beim Essen. Aber hier, oh, die Kombi, richtig klasse für den Sommer, total lecker. Mag ich, gefällt mir. Dann hatte ich nachbestellt Blood Orange. Da kommen dann, wie viel sind es denn? 6 Knöpfe. Und das riecht einfach nur für mich nach Orangensorbet. Also ich habe es ja auch schon in einem Monatsrückblick gesagt, nach Blutorange riecht es für mich nicht. Es riecht nach saftig, spritziger, süßer, frisch gepresster Orange. Aber ja, wie ein frisches Orangensorbet oder ein frisch gepresster Orangensaft. Aber das Herbe von der Blutorange fehlt. Aber ich finde ihn total lecker. Ein total schöner Sommerduft, aber auch für in die Herbst-Winterzeit finde ich den total lecker. Also, All-Time-Favorite. So, dann habe ich auch wieder nachbestellt Lollipop Madness. Da bekommt ihr dann wieder 4 Tatzen. Die finde ich auch so super süß, die Tatzen. Und er riecht einfach nur nach Himbeer-Ahoi-Brause. So, so lecker. Wer Himbeer-Ahoi-Brause mag, sollte das unbedingt mal probieren. Lollipop Madness. Ich finde es übrigens gut, dass Doris das jetzt alles in den Ziploc-Beutelchen hat. Kann man viel besser auf und zu machen. Und es kraschelt auch nicht mehr so. So, dann hatte ich Rice Petals in Shea. Ich denke mal, das ist ein Wellness-Duft. Ich habe ja von meiner Kerzenfee Reisblüte und Shea und deshalb habe ich mir den jetzt mal bei Doris bestellt, um zu gucken, ob der identisch ist. Und er ist ein bisschen anders. Der hier ist noch ein bisschen weicher und hat ein bisschen mehr Süße drin als der von meiner Kerzenfee, aber es ist definitiv ein Wellnessduft, der einfach nur weich, sanft, kuschelig riecht, wie ein schöner Weichspüler oder ein ganz edles, sanftes, kuscheliges Parfum. Ach, das ist wieder einer für in mein Schlafzimmer. Lecker. Dann habe ich mir White Tea and Ginger mitbestellt. Die waren auch neu. Ach so, von dem Rice Petals and Shea gibt es 3. Und von dem White Tea and Ginger gibt es auch 3. Und den habe ich mir auch bestellt, weil von meiner Fee habe ich ja White Tea and Berries. Und den finde ich schon klasse. Und weißer Tee und Ingwer, da kann man auch nichts vergessen. Und das ist die gleiche weiße Teenote wie bei meiner Kerzenfee. Nur, dass da keine Beeren dabei sind, sondern wirklich ihr den Ingwer riecht. Also auch ein total schöner, frischer Duft nach weißem Tee. Richtig entspannend, beruhigend, total lecker. Toll für ins Schlafzimmer, Leute. Kann ich euch empfehlen. Wer wissen möchte, wie White Tea and Berries von meiner Kerzenfee riecht, der sollte sich unbedingt bei Doris im Shop bei Wohlfühlmomente den White Tea and Ginger bestellen. Wie gesagt, diese weiße Teenote ist identisch, nur dass das hier noch ein bisschen spritziger ist durch den Ingwer. Toll, toll. Dann hatte ich mir wieder nachbestellt Beach.
da bekommt ihr drei, was sind das? Hibiskusblüten. Das ist einfach nur ein Sommerduft. Er riecht wie Sun and Sand von Yankee Candle, nur wesentlich weicher, runder im Duft. Aber ansonsten, also der ist mir wirklich um Längen lieber als der Original von Yankee Candle. Weil er einfach weicher, sanfter und runder ist. So ein schöner Duft nach Sonnencreme. Also, den habe ich übrigens auch gerne im Schlafzimmer. So, als nächstes haben wir dann drei Engelchen oder Ampelmännchen, wie ich immer gern sage, Best Friends. Also beste Freunde. So, irgendwie schnuppern die besten Freunde. Das rieche ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Der hat so sehr anscheinend am Kaffee gelegen. Ich rieche nur, dass er was Spritziges hat. Aber was genau, kann ich euch jetzt leider im kalten Zustand nicht definieren. Da hat er wirklich zu sehr beim Kaffee gelegen, aber spätestens, wenn ich ihn in der Duftlampe hatte, kann ich es euch dann sagen. Er riecht im Moment so sehr nach Kaffee. Der war zu nah dran. Dann wieder nachbestellt Papaya and Dragon Fruit. Den hatte ich schon ganz, ganz oft von Doris. Da bekommt er wieder 4 Tätzchen. Und das ist auch einer meiner liebsten Annie-Düfte überhaupt, weil das ist so ein ganz, ganz typischer fruchtiger Sommerduft, der total lecker nach Papaya riecht. Also von der Drachenfrucht rieche ich da nichts. Es riecht einfach nur nach süßer, reifer Papaya. Drachenfrucht schmeckt ja auch noch nichts. Also da kann sie auch nicht großartig nach was riechen. Also der Duft könnte auch nur Papaya heißen, wäre es auch okay. Aber total lecker. Also so ein richtig fruchtig, exotischer Sommerduft ist das. Ich liebe. Wie gesagt, hatte ich schon ein paar Mal. Dann auch wieder nachbestellt Monkey Breath. Bekommt ihr wieder 4 Herzchen. Und er riecht einfach nur nach Banane, Apfel und Karamell. Total lecker. Also der Affenatem ist richtig gut. Dann hatte ich Kulu Bay. Kommen auch wieder 6 Knöpfe, ist ja eine ganz tolle Farbe. Also die sieht so richtig nach, irgendwie hat die für mich was Regenwaldiges. Ich weiß nicht warum, aber und das ist ein frischer Duft. Das ist ein frischer Duft mit einer leicht herben Note, wie bei Grapefruits. Toll. Und den kann ich mir auch gut im Schlafzimmer oder im Bad vorstellen. Toll, toll, toll. Dann auch wieder nachbestellt Olivia. Da bekommt ihr dieses Mal 4 grüne Herzchen. Und Olivia ist ja der gleiche Duft wie die Olive Branch von Lush. Und er ist so toll im Badezimmer oder auch im Schlafzimmer. Ich liebe dieses Duschgel. Das ist so ein tolles Unisex-Duschgel. Es riecht fruchtig nach Mandarine und leicht herb. Also es ist ein Duft, den man ganz, ganz schwer beschreiben kann. Aber wenn ihr mal wissen wollt, wie es riecht, geht mal in einen Lush-Laden. Ruft mal. Ja, nee, ihr ruft nicht, ihr riecht mal. Riecht mal an der Olive Branch. Wie gesagt, es ist für Männlein und für Weiblein ein ganz, ganz toller Duft für ein Duschgel. Und wenn ihr nicht wisst, was er schenken soll von Lush, dann nehmt der Olive Branch. Damit könnt ihr nichts falsch machen. Also ich kenne niemanden, der den Duft nicht mag. Und wie gesagt, da es auch noch Unisex ist, für wenn ihr Männer was zu schenken habt, das ist wenigstens mal kein 0815 Duschgel. Ja, also
Ach, der ist toll. Der ist toll. So, dann hatte ich nachbestellt und der geht leider raus aus dem Programm. Sweet Treat. Da bekommt ihr 4 Kekskringel. Und es ist schade, dass der aus dem Programm rausgeht. Also das ist die letzte Chance. Wenn weg, dann weg. Der riecht so wunderschön nach süßen Kirschlollis. Diese kleinen roten Kirschlollis aus der Kindheit. Ach, so lecker. Doris, warum geht denn der? Ich mag den. Naja. Kommt bestimmt was Neues, Leckeres. Doris guckt ja immer, dass es dann was Leckeres gibt. So, dann hatte ich mir neu bestellt Camu Camu. Und dann habe ich mir deshalb bestellt, da bekommt ihr 3 so Käsestückchen mit Mäuseköpfchen. Die finde ich ja auch total süß, diese Käsestückchen mit Mäusekopf. Schaut mal. Moment. Total süß. Und zwar hatte ich mir den Camu Camu mitbestellt, weil ich hatte ja von Sensi ein Testerstück Camu Camu und den fand ich schon ganz lecker. Der roch sehr exotisch mit einer herben Note nach Passionsfrucht. Also es war ein exotisch herber Duft und ich wollte einfach mal wissen, ob der hier genauso ist. Nee, der riecht komplett anders als wie der Sensi Camu Camu. Der riecht hier auch total exotisch, aber der hat diese herbe Note nicht mit drin. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir der von Annies wesentlich besser als der von Sensi. Muss ich jetzt, also er riecht exotisch fruchtig, aber hat dieses Herbe nicht. Wunderbar. Das hat mich nämlich ein bisschen gestört, dieses Herbe da drin. War nicht so ganz meins von Sensi. So, dann, oh, komm her. Dann hatte ich Strawberry and Cream. Ich, alter Erdbeer-Fan. Und da bekommt ihr 2 so große Erdbeeren. Also die teile ich dann immer für in die elektrische Duftlampe. Cremig, süß und nach Erdbeeren. Oh, lecker. Den habe ich ja auch schon mal gehabt. Und der ist so lecker. Also, der riecht wie süße Erdbeermilch. Oh, so gut. Toll. Einfach nur toll. So. Bleibe ich jetzt bei den Erdbeeren oder? Nee, ich mache erst den einen anderen. Dann habe ich den. Dann habe ich Butt Naked. Da bekommt er wieder 4 Herzchen. Und das ist eine richtig tolle Farbe. Die gefällt mir. Moment. Ja, das ist schon besser. Roch, riecht auch schon wieder so nach Kaffee. Roch auch, lag wohl auch zu nah dran im Paket. Nee. Muss da noch ein bisschen was ausduften. Beziehungsweise, wenn es in die Lampe kommt, dann geht es ja weg. So langsam. Es ist ein bäriger Duft, ein bärig-fruchtiger Duft. Aber genau kann ich es nicht identifizieren jetzt, weil es riecht so sehr nach Kaffee. Tut mir leid, Leute, lag zu nah am Fresh Coffee dran. Also, wie gesagt, wenn er dann in der Lampe war. So, und jetzt habe ich nur noch Erdbeeriges und 2 Düfte, die ich, nein, ein Duft, den ich nachbestellt hatte, das war Strawberry Passion. Da bekommt ihr normalerweise 2 Erdbeeren, also ich habe jetzt dann 4, weil ich es 2-mal bestellt habe. Und das finde ich ganz gut, Doris packt das dann in größere Tütchen. Das ist wunderbar. So, und Strawberry Passion riecht einfach nur nach gezuckerten süßen Erdbeeren und nichts anderes bei. Einfach nur zuckersüße Erdbeeren. Lecker. Möchte ich reinbeißen. Dann habe ich 2-mal Strawberry Cheesecake.
Also Erdbeerkäsekuchen bekommt ihr normalerweise 3 von diesen Tartlets. Da zweimal habe ich dann 6 Tartlets. Und es riecht nach cremig süßer Erdbeere mit einem Hauch von Teig. Cremig, sahnig, vanillig, süß, teigig. Oh, lecker. Und der letzte Duft, den ich habe. Nochmal Erdbeere. Ihr seht, ich war im Erdbeerfieber. Strawberry Kiwi. Da bekommt ihr 4 Herzchen. Also ich habe hier 8 in einer großen Tüte drin. Und ich liebe Erdbeeren und ich liebe Kiwis. Und boah, und er riecht lecker. Das spritzig, grüne, saftige, frische von der Kiwi. Und das fruchtig-süße von der Erdbeere, eine tolle Kombination. Oh mein Gott, ist der lecker. Ich glaube, den schmeiße ich morgen gleich in die Duftlampe. Mmh. Was ein Glück, habe ich den gleich 2-mal bestellt. So, meine Lieben, das war es jetzt auch an Neuzugängen von Annies und Bees. Also Bees habe ich ja dieses Mal, wie gesagt, nur 1 gehabt, weil der Rest war ja irgendwie leer. Ja. Gut, ich bin jetzt wieder versorgt für eine Zeit lang mit den Annies und ich wünsche euch jetzt viel Spaß, falls ihr bei Doris shoppen sollt und kauft nicht wieder einen ganzen Shop leer. Und ich sage dann tschüss, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, meine Lieben.